Konnichiwa, Anime und Game Otakus, da sind wir wieder zu einem neuen Part von The Division. Ja, okay. Ich muss jetzt mal den Ausgang hier finden. Wo ist der Ausgang? Ja. So, fangen wir mal gleich direkt an zu sagen, was jetzt Sache ist. Also, ich bin ja jetzt eigentlich mit der Story durch. Was nicht wirklich eine Story ist. Das Spiel geht eigentlich nur darum, dass man auch in die Dark Zone geht und dort Abenteuer und Sachen erlebt und Sachen lootet und. Aber für mich ist es jetzt nicht so wirklich spannend, weiterzumachen. Ich weiß einfach nicht. Das Spiel ist einfach mehr so teambasierend. Das alleine macht es keinen Spaß. Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Warnung. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Es ist ziemlich krass einfach, wenn man alleine ist. Ich habe das ganze Spiel allein gespielt, ohne irgendwelche Teamkameraden, mit denen ich zusammen spreche oder so. Ich habe nur manchmal Hilfe von anderen Online-Spielern genommen, was aber auch ziemlich übel immer war, wenn man mit denen sich nicht absprechen kann. Hat aber, es hat Spaß gemacht, sagen wir es einfach. Ein Echo in der Nähe. Wir sind überall fein, oder? Hier ist ein Echo. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das heißt jetzt nicht, dass ich es sofort abbreche. Beziehungsweise nicht abbreche, sondern das Spiel dann beende. Ich habe ja nicht abgebrochen. Ich habe es ja zu Ende gespielt, halbwegs. Also die Story ist vorbei. Das kennen wir schon. Toll. Aber ich weiß einfach nicht mehr, was ich hier machen soll. Ich kann in die Dark Zone gehen zum Beispiel. Das ist jetzt wäre eine Möglichkeit, hier in die Dark Zone. Wir können hier noch Aufträge machen. Ganz eine viele. Hat was Verdächtiges in einem Zimmer gefunden. Das hier mit dieser Quarantänezone, das könnten wir auch machen, das ist aber ziemlich schwer. Habe ich gemerkt. Also in den letzten Parts hat man das ja gesehen, wie oft man abgekackt ist. Das liegt einfach. Warum? Explodiert? Wow! Ist das euer Ernst? Leute! Ich rede doch gerade. Das ist mit euch nicht in Ordnung. Du kleine, miese Fickfratze. Was ist mit euch nicht in Ordnung? Oh, ich schieß voll daneben. Boah, was ist denn? Seid ihr behindert oder so? Aua! Zum Glück sind die so schwach, ey, aber trotzdem. Kleinen Pisser! Ich gucke hier gerade auf die Karte und die greift mich an. Was ist mit euch nicht in Ordnung? Boah. Hab ich mich gerade erschrocken. Ohne Scheiße. Ich habe mich gerade so erschrocken. Puh. Yay. So, ich weiß nicht mal, wo ich mehr war. Ich wollte irgendwas mit der Dark Zone sagen. Dass man da halt noch übelst machen kann. Man kann ja auch Ranglistenpunkte irgendwie machen. Man kann Dark Zone-Punkte machen, also Levels. Ja, aber ich habe irgendwie, ich weiß nicht, mir fehlt irgendwie die Motivation dafür, das zu erreichen. Es ist einfach so, ich habe von dem Spiel damals viel mehr erwartet. Das haben wahrscheinlich viel mehr, die meisten erwartet. Ist jetzt meine Meinung einfach. Hallo, ich will dir helfen. Hallo. Oh, dann geh doch sterben, Alte. Puh, ich will dir helfen und die nicht. Ja, ich habe von dem Spiel einfach viel mehr erwartet, dass es... Ja, wie soll ich es sagen? Dass es mehr Ebenen hat, dass es dass es abenteuerlicher ist und nicht nur, ja, man ballert einfach nur rum. Das ist langweilig irgendwann. Das ist einfach so, wie ich es sehe. Es ist einfach immer nur rumballern und das war's. Was? Was? Okay. Ich laufe jetzt hier auch gerade ein bisschen ziellos durch die Gegend. Man kann höchstens in die... Ja, man kann einfach in die Dark Zone gehen und das war's. Noch. Das ist noch unerforscht hier alles. Ich markiere das einfach mal. Ich laufe mal dahin. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich hier machen soll. Man kann halt in der Dark Zone sich mit Leuten zusammenschließen und dort Dinge machen. Da war ich aber auch schon und das ist da übertrieben schwer. Aktives Echo-Signal geortet. So, ich mach mal das Echo hier. Aber das Let's Play wird jetzt nicht mehr lange gehen, weil ich sehe da keinen Sinn mehr drin.
Entschuldige, für welche Zeitung schreiben Sie? Ich arbeite beim Radio, Ma'am. Es gibt Gerüchte, dass die Regierung dieses Gebiet absperrt, um etwas zu vertuschen. Manche sagen sogar, das hier sei das Testgebiet für eine neue biologische Waffe. Bringt jemand bitte diesen ich betrete mal die Dark Zone. Wenn das kein Fehler ist. Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich möglich. Backup aktiviert. System neu gebootet. Toll. Warnung. Sie betreten jetzt die Dark Zone. Ja, wo Spieler sich gegenseitig töten und andere Feinde noch sind. Yay. Da vorne. Oh mein Gott, wie viele sind denn das denn schon? Na super. Oh mein Gott. Ja, toll. Ich werde wahrscheinlich sofort sterben, ne? Geht mal weiter. Geht einfach weiter. Ja, was sollte ich jetzt noch sagen? Das Let's Play wird jetzt nicht mehr wirklich lange gehen, weil jetzt kommt Watch Dogs. Wahrscheinlich nehme ich es in dieser Zeit sogar schon auf. Bin ich mir nicht sicher, aber ich habe noch ein paar Parts übrig gehabt von The Division. Ja, das geht auf jeden Fall noch sehr lange. Ich habe Dragon Quest Builders, was sehr lange gehen wird. Ich habe Mad Max, was noch lange gehen wird. Ich habe nur Projekte, die lange gehen. Und deswegen ist das ein bisschen nervenzerrend, wenn ich jetzt The Division auch noch so lange mache. Obwohl ich ja alles... Ich habe schon über 60 Parts. Das ist schon ziemlich viel. Und irgendwann fehlt die Begeisterung für dieses Spiel, weil... Ich weiß nicht. Das sind immer die gleichen Gegner und immer die gleiche Scheiße. Zu viele Bugs und... Ja, und dann machen die das hier mit mir und die mobben mich nur. Und töten mich, wie man sieht. Dann kriegst du das hier mal. Dann kriegst du das hier. Und kaum Schaden. Yay! Und wenigstens einer ist tot. Wow. Und da ist noch eine Granate, die auf mich zufliegt. Und Scheiße. Das ist nicht geil, das ist nicht geil, das ist nicht geil, das ist nicht geil von dir. Junge. Okay, chill doch. Boah. So, der ist der Erste, der stirbt. Zack. Au. Ey. Junge, man nervt doch nicht mit deinen Granaten, ey. Ja, natürlich, jetzt wirft er noch mehr. Ich hab auch Granaten, guck mal. So, den haben wir auch, super. Ich weiß aber nicht, was ich hier soll. Das ist ein bisschen alleine, ohne Team, Leute. Das hat keinen Sinn hier in der Dark Zone. Das ist einfach zu krass. Einfach zu krass. Wir sind hier gleich fertig. Ja. Hallo? Wo bist du denn? Ich dachte gerade, der haut ab. Eine Bergung. Da sind dann auf jeden Fall Spieler. Nachschublieferungen entdeckt. Koordinaten hochgeladen. Ich habe hier gerade andere Probleme. Also nerv mal nicht mit Nachschub. Ich will erstmal das hier überleben. Erst das hier. Wir können uns das gegenseitig anpassen. Der nervt, der Typ. Hier kriegst du mal einen Freund von mir, der sagt dir mal kurz Hallo und so. Hallo, warum triffst du mich? Warum hat der mich getroffen? Was soll denn das? So, wir heilen uns mal kurz. Oh Gott, wir haben es geschafft. Wir leben. Heilige Scheiße. Blöder Penner. So, wir haben hier diesen neuen Eingang entdeckt. Aber... Was ist denn das hier? Warum blinkt denn das so? Abholbereich, okay.
Ja, die Dark Zone ist auf jeden Fall richtig groß. Hier ist noch ein Safehouse. Ich habe dieses Safehouse noch nicht. Oh, das möchte ich aber haben. Okay, warte mal. Wir gehen mal kurz raus hier. Wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Ist das der Ausgang gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Komme ich hier überhaupt wieder raus? Ich habe keine Ahnung, aber das werden wir gleich erfahren wahrscheinlich. Warner, nahegelegene Nachschublieferung wird gerade angenommen. Ist ja schön. Achtung, Abwurfstelle in der Nähe wurde von einem anderen Agenten besetzt. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich will hier raus. Hallo. Ist gerade ein bisschen scheiße, ne? Komme ich jetzt hier raus? Ja, das läuft ja super. Das ist ein Eingang. Und wo ist ein Ausgang? Straßensperre. Okay. No, wir sind hier gefangen. Fickt euch. Okay. Das ist jetzt gerade nicht so geil. Ich komme nämlich nicht raus. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Straßensperre. Was sagt mir jetzt eine Straßensperre? Ich habe keine Ahnung. Ich komme ja aber anscheinend nicht mehr raus, ne? Das ist echt praktisch, wenn man hier wieder raus will. Na gut, dann bleiben wir hier noch ein bisschen, was soll's. Ich weiß nicht, wie viele... Ups, ich bin gerade gegen mein Mikro geknallt. Wie viele Parts ich jetzt noch machen werde. Das werden aber nicht mehr viele. Einfach so zum Abschluss ein paar lustige Sterbeeinheiten von mir. Oh, was ist denn hier? Nehmen wir mal mit. Oh, das ist hier gefährliches Terrain, ne? Ich will hier nie sein. Hallo? Ein Wahrzeichen entdeckt. Wo? Hier drinne? Wo ist denn hier ein Wahrzeichen? Was? Ja. Good morning. Ja, toller Morgen. Es ist mitten in der Nacht hier und wir kommen hier nicht mehr raus. Den Morgen habe ich mir anders vorgestellt. Hier. Boah, das ist aber wirklich hier übel. Ein anderer Agent nimmt eine Nachschublieferung ein. Alarm. Abwurfstelle in der Nähe wurde von einem anderen Agenten eingenommen. Och ja, was soll ich denn machen? Ich will doch jetzt nicht die Agenten hier gegenseitig killen. Hier ist eine kontaminierte Zone. Mann, hier sind so viele Zeichen und Symbole. Ich weiß hier gar nicht, was hier los ist. Oh, fuck. Geh mal allein. Oh, tschüss. Tschüss, tschüss. Oh. Oh mein Gott. Ah, was zum Fick? Na super, ich bin genau in den... Ich bin genau zu die gegangen. Ey, ernsthaft jetzt? Oh, scheiße, 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 scheiße. Ah, das sind noch mehr. Halt die Fresse. Oh nein. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Ich kann mich nicht heilen. Ich kann mich ja nicht heilen. Muss ich aufgeben? Mir wird eh keiner helfen. Oh. Gibt's doch nicht. Checkpoint? Was ist denn Checkpoint? Ist das diese... Ach, ich habe keine Ahnung. Ich bin hier nicht so oft gewesen in der Dark Zone. Zweimal, aber dann war es ein bisschen länger. Da war ich aber mit Teams zusammen, also andere Online-Spieler. Da war es aber auch ganz schön knapp immer. Aber das wäre cool, wenn man welche hätte, die einen heilen. Ach, ach hier bist. Hier sind wir. Ach so. Dark Zone. Ich brauche keine Einführung. Ich war hier schon drin. Ja, Munition. Ja, sie wissen, was sie da vor sich haben. Ja, die wissen gleich. Oh. Mhm. Okay, dafür brauche ich aber Dark Zone Geld. Scheiße. Das sind dann die Waffen, die einen noch stärker machen. Und Rang 20 brauche ich. Nachschublieferungen sind jetzt abgelaufen. Okay.
Oh, okay. Früher oder später kommen sie zurück. Ja. Vielleicht irgendwann sehen wir uns wieder. Wer weiß. Das ist jetzt aber hoffentlich nicht der Weg zur Dark Zone, oder? Weil ich möchte eigentlich... Ich kann nicht glauben, dass ich hier noch kein... dieses Safe House noch nicht habe. Was ist denn hier überall? Ich weiß ja auch nicht. Kann ich jetzt eigentlich eine Schnellreise machen oder wo ist denn hier? Wo ist denn hier was? Blitzreise? Weil ich müsste sonst einmal rumherum und darauf fahre ich nicht wirklich Lust. So rumherum ist nicht so geil. Also die Karte ist schon groß, aber auch irgendwie... Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. So trostlos. Ich finde das ein bisschen trostlos. So mitten in der Karte ist erstmal so eine Zone, wo kein Mensch hin sollte. Die Dark Zone. Total... total abgekackt. Was ich immer schade fand, dass man die Charaktere nicht so schön machen kann. Ja, ihr wisst, was ich meine. So diese Charakterauswahl-Sache, dass man die halt... Ich weiß nicht, die haben sie irgendwie so hässlich gemacht, oder? Die Gesichter und so, so voll... Ich weiß nicht. Die Frauen alle kurze Haare. Fast alle. Also nur so von dem Typ her immer. Ich weiß auch nicht. Eigentlich können die schönere Charaktere erschaffen, aber irgendwie wollten die nicht. Habe ich das Gefühl. So, ist das jetzt markiert? So. Okay, okay. Okay, okay, okay. Das war vielleicht ein Fehler oder so. Ich würde auch schon gerne Level 30 noch erreichen. Wäre auch cool. Ja. Der eine schießt jetzt hier gerade ohne Ende auf mich drauf. Ich sehe den aber nicht. Wo ist denn der? Der ist da unten, ne? Ey, hallo! Wie trifft er nicht? Ich sehe den gar nicht. Ach, da hinten. Ah, jetzt hat er den getroffen. Meine Selbstschussanlage. Dankeschön. Ah, da ist noch einer. Oh, wow, wow. Schnauze jetzt! Fallschaden. Das hat sehr weh getan. Warn an! Feindpräsenz entdeckt! Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist denn für eine Feindpräsenz, Mann? Ich will doch nur hier weiter. Lass mich doch in Ruhe. Most. Okay. Vielleicht mache ich uns noch das zum Ziel, dass wir Level 30 erreichen. Dann wären es so ein paar Parts. Also das Ziel möchte ich auch schon noch gerne erreichen. LOL! Was ist mit euch, Alter? Die ballern einfach auf die rauf! Ich dachte jetzt gerade, das waren diese JTF-Leute, aber das sind ja unsere Feinde. Die sind ja gemein. Die schießen einfach auf die Leute. Untergrund. Erinnerung der einsatzsicheres Quarantäne. Okay. Ja, ist mir klar, dass es noch aktiv ist. Aber dazu bräuchte ich bessere Ausrüstung und besseres Leben. Auf jeden Fall. Tja, sieht so aus, als wäre jemand nicht gut auf sie zu sprechen. Oder die sind neidisch auf uns. Jedenfalls haben sie eine Elite-Einheit geschickt. Romeo Squad? Das kann nicht stimmen, oder? Egal, die zerballern hier die ganze Gegend. Leute werden verletzt und sie richten eine ziemliche Sauerei an. Ja. Dann macht mal, ne? Macht mal alleine. Ich will jetzt endlich mal das Ziel erreichen, das Safe House hier zu kriegen. Ich glaube, ich habe das öfters nicht hinbekommen, weil immer irgendwas dazwischen kam.
Jetzt möchte ich das aber mal machen. Food, Books. Der Hund hier macht gerade seine Geschäfte. Auch sehr schön. The Safe House. Na, The Safe House, The Crypt. Ich habe gerade voll alles verkehrt gelesen. Oh, da ist ein Scheinwerfer oben. Das ist hier aber auch eine ganz schön üble Gegend. Da ist noch so ein Dark Zone Eingang, ne? Hier war ich bestimmt noch nicht. Soll ich mal reingehen? Tor benutzen. Hm. Kommen Sie hier rüber, bevor Sie jemand bemerkt. Ach, sei doch leise. Ich dachte, man kriegt eigentlich Punkte, wenn man irgendwelche neuen Tore oder so entdeckt. Wahrscheinlich muss ich erst da reingehen, aber darauf... Nee, das ist so unsicher. Was ist das hier? Was ist das hier für ein komischer Ort? Hier sind lauter Hochhäuser. Das sieht krass aus. Waffenteile entdeckt. Oh, hier ist so eine Schießanlage. So. Zum Üben wahrscheinlich. Okay. Hier scheint es irgendwie aber die... Es scheint unseren Freunden zu gehören, oder? Nein. Oh, da kommen sie alle. Da kommen sie alle. War ja klar. War ja klar. Ja, das sind schon einige Scheiße. Die müssen wir mal ein bisschen dezimieren, ne? Ich sehe da noch zwei. Eine, meine ich. Hallo! Der lässt doch seinen Kopf oben. Ist auch schön. Danke. So, den haben wir, super. Ja, das sind alles Leute, die mir in den Weg stehen, bis ich zum Safe House komme. Natürlich. Was war das hier? Das war wahrscheinlich irgendwie so eine Anlage, wo die Leute Hilfe bekommen haben. Irgendwie so Notration und was weiß ich alles. Nachschub. Medizin. Vielleicht sogar Unterkünfte oder sowas. Wer weiß. Sieht ein bisschen danach aus. Hier sind nämlich auch so Militärfahrzeuge. Militärfahrzeuge und so. Ja. Das sieht man. Stein für Stein und die liegen überall im Müllberge und alles ist kaputt. Virenbekämpfungsgerät aus. Überschreiben, was? Vermisste Agent. Ach so. Oh, hey, das ist manchmal ein bisschen nervig. Hier habe ich einen neuen Ort entdeckt. Ein bisschen nervig, wenn... Hallo, okay. Verlorene Medikamente entdeckt. Nachschub, Ziel zurückbringen. Was soll ich da zuerst machen? Das nervt voll. Alles auf einmal. April. Schicker Rucksack. Wo haben Sie den her? Von einem Freund. Okay. Kommt mir bekannt vor. Wo wollen Sie damit hin? Über die Mauer? Wirklich? Passen Sie auf, was Sie da drin finden. Ja. Und mir noch, was Sie damit rausbringen. Was ist das denn jetzt? Schon wieder ein Auftrag? Oh Gott, Leute, ey. Okay, ich glaube, ich mache hier erstmal einen Cut. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Schaltet dann wieder ein und dann werden wir ein bisschen rumballern. Und ja, wir kommen ja sowieso nicht drum herum. Ja, bis dann.